Ja, hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Ich bin Michaela Winkelmann, die Vorsitzende der Deutschen Huntington Hilfe. Und ich freue mich sehr, dass wir in diesem Beitrag ein Interview führen können. Und zwar mit der Christiane Rousseau, der Drehbuchautorin vom Bergdoktor, und dem Dr. Patrick Weiß aus dem Huntington Zentrum in Bonn, der auch noch einen kleinen Nebenjob hat, den er uns gleich erklären kann. Und mit der Carmen Vogel, unserer Redakteurin. Und ich möchte einmal ganz kurz bitten, sag doch mal bitte ein, zwei Sätze zu euch. Carmen, du bist gerade neben mir. Magst du anfangen? Genau, dann fange ich an. Ich heiße Carmen Vogel, lebe in Bremen, bin seit einigen Jahren in der Redaktion mit Christian, mit Michaela zusammen im Huntington-Kurier und leite in Bremen die Huntington-Selbsthilfegruppe. Seit Danke, Patrick. 20 Jahren ungefähr. Super. Dann Patrick, bitte. Ja, mein Name ist Patrick Weidt. Ich bin Leiter der Huntington-Ambulanz an der Uniklinik Bonn in der Klinik für neurodegenerative Erkrankungen und bin also Neurologe meines Zeichens, befasse mich schwerpunktmäßig mit der Huntington-Krankheit, sowohl mit der Versorgung von Patienten, als auch mit der Erforschung von Krankheitsmechanismen, als auch mit der Therapieentwicklung am Deutschen Zentrum für neurodegenerative Erkrankungen an der Uniklinik Bonn. Und bin noch dazu manchmal, das heißt historisch bedingt, so beratend tätig bei medizinischen Fragestellungen in der Unterhaltungsindustrie, was ich sehr gerne mache. Ja, danke, Patrick. Und Christiane, bitte noch. Ja, genau. Ich bin Christiane Rousseau, Drehbuchautorin. Ich lebe in Berlin seit 2010, komme ursprünglich aus Bayern. Ich arbeite als Drehbuchautorin ungefähr seit 6 bis 7 Jahren. Ich schreibe für eine Krimiserie, Morden im Norden, und dann schreibe ich seit 2 bis 4 Jahren für den Bergdoktor und unter anderem auch für die Bergretter. Genau. Immer sagen, jetzt habe ich mich selber übersprungen. Ich komme selber aus einer Huntington-Familie, lebe in Stuttgart. Mein Vater, mein Onkel, mein Cousin, mein Opa hatten die Huntington-Krankheit. Ich selber damit die Gefährdung ist auch zu bekommen. Habe lange in der Ungewissheit gelebt und bin aber seit 35 Jahren alt genetisch untersucht und bin nicht Genträgerin und werde auch die Krankheitssymptome nicht entwickeln. Dennoch bin ich sehr aktiv in der Huntington-Gemeinschaft in Deutschland. Und jetzt im 4. Jahr im Vorsitz in der Deutschen Huntington Hilfe. Ja, Anlass für dieses Gespräch unter uns heute Abend ist jetzt auch die aktuelle Serie des Bergdoktors in der 14. Staffel, die zweite Folge. Und zwar, weil dort die Huntington-Krankheit thematisiert wird, was uns sehr freut. Denn als Deutsche Huntington Hilfe wollen wir natürlich auch in der Öffentlichkeit wirksam werden und sein und gesehen werden. Dass das jetzt so passiert ist, war mehr, also für uns gesehen aus Huntington Hilfe mehr ein Zufall. Also wir haben es nicht gewusst bis einige Tage bevor der Ausstrahlung. Dennoch haben wir das sehr, sehr begrüßt, haben uns riesig gefreut, haben jetzt inzwischen auch die Folge ja schon sehen können. Und ich bin sehr, sehr zufrieden. Wir kennen viele andere schlechte Beispiele, wo Huntington einfach zu falsch, zu verängstigend dargestellt wird. Und von daher, liebe Christiane, dickes, dickes Lob. Es ist richtig gut geworden. Dank deines Drehbuchs, das ganze Team, was dahinter steckt. Wir sind gerade als Community super glücklich. Und ich möchte einfach nur beispielhaft ein Zitat mal vorlesen, was ich heute in einer Community gefunden habe. Und zwar sagt dort die Linda: Fand es total gut. Musste viel weinen. Da wir erst unseren Papa verloren haben. Hatte ehrlich gesagt auch große Angst zu sehen, wie sie ins Pflegeheim gefahren sind, die Frau zu sehen. Hatte Angst, dass alles wie eine Welle über mich kommt. Aber es hat sich im Ganzen, hat sich in Grenzen gehalten. Das Mädel, die junge Frau, erinnert mich sehr stark an mich. Das Alter und ihre Geschichten mit ihrem Freund. Also ein sehr, sehr schönes Lob, wie ich finde. Und es gibt viele andere Beispiele, die einfach zeigen, wie gut, wie authentisch das dargestellt wurde. Und dass es so gekommen ist, da würde man gerne heute die Gelegenheit nutzen, ein paar Hintergründe zu erfahren. Und da haben wir ein bisschen was vorbereitet und kam, ich übergebe mal an dich, damit wir Genau. da jetzt einsteigen. Ich habe mir ein paar Notizen gemacht und fangen mal so an. Die Deutsche Huntington-Hilfe ist eine Selbsthilfevereinigung und eine Interessenvertretung für die Huntington-Familien in Deutschland. Der Verein hat es sich unter anderem zur Aufgabe gemacht, die Huntington-Erkrankung bekannter zu machen
und wo die Betroffenen die Möglichkeit dann haben, sich besser zu informieren und damit einen schnelleren Zugang zu den Hilfesystemen zu bekommen, sich kompetente Hilfe zu holen und diese dann auch zu erhalten. Mit großer Freude haben wir zur Kenntnis genommen, dass die erfolgreiche Serie, auch eine meiner Lieblingsserien, wenn ich mal gerade nichts anderes zu tun habe, der Bergdoktor, sich in der Folge 2, Staffel 14, mit dem Huntington-Schicksal einer jungen Frau auseinandergesetzt hat. Vielen Dank für deine Bereitschaft, Christiane, zu diesem Interview. Wir haben in der Vorbereitung auch Huntington-Familie mit eingebunden und bei unseren Fragen kommen ab und zu auch die Fragen unserer Teilnehmer, die sich vorher schon geäußert haben. Ja, aber nun zu unseren Fragen. Das Drehbuch zu der Folge von dir. Erklär uns doch erstmal zunächst, was macht eigentlich eine Drehbuchautorin und wie ist sie in die Dreharbeiten, die dann folgen, mit eingebunden? Wie ist das Zusammenspiel mit anderen Beteiligten, mit der Redaktion, Schauspieler? Ja. Und wie genau generierst du die Ideen für deine neuen Drehbücher? Okay, da fange ich mal an. Das ist eine große Frage. Ich versuche es, ich versuche logisch vorzugehen. Also der zweite Punkt der Frage, den kann ich ab dem Moment eigentlich, wo die Dreharbeiten beginnen, ist zumindest in dem Bereich, in dem ich arbeite, in der deutschen Serienproduktion, bin ich als Drehbuchautorin raus. Ich finde das sehr angenehm. Es gibt Kollegen und Kolleginnen, die da gerne mehr involviert wären, aber für mich ist die Arbeit am Buch die wichtigste, und ich glaube, auch danach hätte ich als Person nicht mehr viel beizutragen. Da gibt es Leute, die das besser können, die besser sehen, wer passt auf die Rolle, was für Musik passt, wie statten wir das aus, wie inszenieren wir das. Aber genau, um die Frage zu beantworten, da habe ich eigentlich nicht mehr viel zu tun. Ich bin ab dem Punkt, also ich komme eigentlich ins Spiel, wenn es um die, also von der Idee bis zur fertigen Geschichte. Ich fange eigentlich an mit einer Idee, die ich vorstelle in einem Pitch. Das ist ein bis zwei Seiten Papier oder auch oft erst nur ein erstes Gespräch. Und so entwickelt sich dann die Geschichte. Ja, ich bin nicht alleine in der Entwicklung der Geschichte. Das ist ein Riesenteam. Da ist ein Produzent, da ist ein Producer, da ist ein Redakteur, da ist oft auch noch der Head-Autor. Da sind Leute, die mitreden. Aber ich komme sozusagen mit der Idee um die Ecke. Die stelle ich dann vor und dann entwickeln wir die gemeinsam weiter. Und in dem Fall war es eben auch so, tatsächlich war meine Ausgangsgeschichte oder meine Ausgangsidee war die Idee eines Liebespaars, wo eine Person von beiden schwer krank ist und eigentlich nicht kämpfen kann und nicht kämpfen will und die andere Person versucht zu überzeugen, dass es sich lohnt zu leben. Und in dem Moment, wo sie die Person überzeugt hat, dreht sich's um. Dass die schwer kranke Person sagt, ich danke dir und jetzt will ich leben und ich habe jetzt den Mut. Und die andere Person, die dann sieht, was passiert oder wie die Krankheit sich tatsächlich in der Praxis anfühlt, auf einmal die Kehrtwende macht. Das ist ein bisschen schwer zu formulieren, aber ich wusste da auch noch gar nicht, um welche Krankheit es gehen muss. Ich wusste nur, ich brauche eine unheilbare Krankheit und ich will ein junges Liebespaar. Und dann gehen wir da tatsächlich sehr technisch vor. Und so sind wir zu Korea Huntington gekommen. Das war am Anfang eigentlich ein Platzhalter. Es hat, wenn ich mich recht erinnere, der Producer hat gesagt, nimm doch erstmal Korea Huntington. Ich glaube, der hat das mal gesehen bei Dr. House. Das ist irgendwie der Vater der Assistentin, der hatte Korea Huntington. Und mir hat das ehrlich gesagt am Anfang überhaupt nichts gesagt. Und dann habe ich angefangen, zu dieser Krankheit zu recherchieren und dann wurde mir klar, was das für ein unheimliches, also es klingt jetzt vielleicht ein bisschen kalt, aber unglaublich dramaturgisches Potenzial diese Krankheit hat. Diese Entschiedenheit und diese Ausweglosigkeit. Nein. So wie ich das verstanden habe, gibt es bei keiner anderen Krankheit, dass man einen Gentest macht und die sagt entweder 50% ja oder also 100% ja oder 100% nein und die Chancen sind 50-50. Ja, also korrigiert mich, wenn ich da falsch liege, aber ich glaube, dass es nur bei Korea Huntington so ist. Genau, also wir haben uns nämlich auch die Frage gestellt und auch Regina, eine Teilnehmerin, stellte die Frage, wie sind Sie auf die Huntington-Krankheit aufmerksam geworden? Katja fragt zum Beispiel, haben Sie selbst einen Bezug zur Huntington-Erkrankung beziehungsweise ist in Ihrem persönlichen Umfeld ein Mensch
ein Mensch mit einer Huntington-Erkrankung. Und wir haben mal festgestellt, Huntington gehört ja zu den seltenen Erkrankungen. Mhm. Und von seltenen Erkrankungen spricht man, wenn ungefähr 5 von 100.000 Einwohner zum Beispiel in Deutschland von einer Krankheit betroffen sind. Das sagt das Bundesgesundheitsministerium. Europaweit gibt es circa 6.000 seltene Erkrankungen. Und da freut es uns doch, dass Sie gerade die Huntington-Erkrankung ausgewählt haben für Ihr Drehbuch. Ja, vielleicht können wir da den Patrick auch nochmal mit einbeziehen zum Thema seltene Erkrankung. Ist ja so, Huntington ist selten, wie häufig kommt es in deiner Arbeitspraxis vor? Also ich sehe natürlich viele Huntington-Patienten, weil die natürlich alle an die entsprechenden spezialisierten Zentren kommen. In Ulm, wo ich quasi meine Sporen verdient habe als Huntington-Experte, haben wir mehrere hundert pro Jahr gesehen. Jetzt in Bonn sind wir so 60, 70 pro Jahr. Das ist also sehr deutlich ausgebaut worden. Und man muss sagen, klar, Huntington ist eine seltene Erkrankung, aber unter den seltenen Erkrankungen ist sie eine häufige Erkrankung. Und die Christiane hat ja schon angedeutet, dass diese genetische Grundlage bei Huntington besonders hervorstechendes Merkmal ist. Die Situation gibt es bei anderen Erkrankungen auch, aber Huntington ist unter den monogenetischen Erkrankungen, das heißt also die Erkrankung, wo die Frage, ob man jetzt die Erkrankung kriegt oder nicht, nur an einem einzigen Gen hängt, ist es die häufigste. Ja? In Deutschland leben, so rechnerisch würde man sagen, 8.000 Patienten mit der Huntington-Krankheit. Aber da muss man dann immer noch rechnerisch kommen zu jedem, sag ich mal, Huntington-Patienten, der wirklich die Mutation hat, ungefähr 2 Leute, die das Risiko haben, diese Erkrankung zu tragen. Und Michaela wird das bestätigen. Man ist da nicht unbetroffen oder unbeteiligt, sondern solange man es nicht weiß, ist man genauso betroffen wie die anderen Personen. Und auch nachdem man sich hat negativ testen lassen, verschwindet die Krankheit keinesfalls aus dem Leben. Also das ist eine Erkrankung, die Familien betrifft, muss man sagen, und testet. Ja, vielleicht kann ich da nochmal einhaken, weil das fand ich das aus dramaturgischer Sicht das Spannendste. Wir suchen immer nach Figuren, die in einer Dilemmasituation stecken, also vor allem beim Bergdoktor. Unser Redakteur sagt immer, wir brauchen eine Figur, die zwischen Pest und Cholera wählen muss. Mhm. Und ich finde, das hat hier sehr gut zugetroffen, weil das ist auch so eine Frage, in die sich, glaube ich, jeder hineinversetzen kann. Wenn man zum Beispiel wüsste, es ist in der Familie, allein die Frage, will ich es wissen oder nicht, ja, das ist schon allein so spannend, das reicht für 90 Minuten aus. Weil was mache ich mit den Konsequenzen? Und dann gibt es verschiedene Lebensabschnitte. Natürlich, vielleicht kann ich eine Zeit lang sagen, ich lebe in den Tag hinein und genieße jeden Tag des Nichtwissens. Aber dann verliebe ich mich und will Familie planen und frage mich ja, aber wenn ich es habe, kann ich es weitergeben? Ja, und das war eigentlich die Krux bei dieser Geschichte oder die Herausforderung, bei der ich dann auch so dankbar war, dass ich den Patrick an meiner Seite hatte, weil wir haben beim Bergdoktor faktisch, wir haben 3 Tage Erzählzeit. Ich habe 3 Tage Erzählzeit, in der ich eigentlich erzählen muss, dass eine Frau überhaupt erfährt, dass Corea Huntington in ihrer Familie war, dass sie selber betroffen sein könnte und dann noch die Frage, ob sie es weitergeben könnte an ihr Kind, von dem sie bis, ich glaube, Tag 1 nichts wusste. Das ist dann immer die Herausforderung, solche Krankheiten, die so komplex sind und sich eigentlich über so einen langen Zeitraum ziehen, in 3 Tagen Erzählzeit in einer doch Unterhaltungsserie so unterzubringen, dass sich auch betroffene Leute nicht auf den Schlips getreten fühlen. Und deswegen bin ich sehr dankbar, dass es in der Huntington-Community gut ankam. Ich finde, das ist ein großes Kompliment. Und da bin ich dann auch sehr dankbar, dass wir so kompetente Fachberater haben wie den Patrick, die dann auch sich darauf auf dieses Niveau runterlassen. Man muss ja auch so einer Drehbuchautorin erstmal das so erklären, dass ich das verstehen kann, ohne medizinisches Vorwissen. Wie lief denn da eure Recherchearbeit zwischen euch beiden? Wie habt ihr den Kontakt gefunden und wie war dann dieser Austausch zwischen euch beiden? Würde mich interessieren. Ja, also wir haben eben bei dem Bergdoktor seit einigen Jahren den Dr. Pablo Hagemeyer als medizinischen Fachberater
Und den rufe ich dann auch immer sofort an in allen, allen Uhrzeiten und Tagen. Und wenn Pablo weiß, er hat da jemanden an der Hand, der sich noch besser auskennt als er, dann gibt er auch gerne den Kontakt weiter. Und das war in dem Fall eben sein, ich glaube, Freund und Kollege, wenn ich das richtig verstanden habe, ne, Patrick? Ja, also bei den Docs, ich habe die damals mitgegründet sozusagen. Pablo hatte nur die Ausdauer, das durchzuhalten. Aber wir haben zu dritt mit noch einem Freund haben wir die Firma damals gegründet und Pablo hat sie dann, wie soll ich sagen, zur Blüte geführt. Und ich bin halt also an der Uni tätiger klinischer Arzt und könnte das jetzt nicht mit der Hingabe machen. Jetzt war ich kurz, also ich habe gerade, glaube ich, keinen Empfang mehr. Du bist noch da, Christiane? Wir sehen dich, aber es ist eingefroren. Jetzt ist es auch weg. Kurze Pause. Wir haben ja Frau Rousseau oder Christiane beraten für ihre Recherchearbeit. Was haben Sie denn gedacht, als sie bei Ihnen angerufen hat? Also ich habe tatsächlich sozusagen biografisch ein bisschen Erfahrung mit Filmberatung und habe das immer sehr, sehr gerne gemacht, weil das, also Neurologe und auch sich mit der Huntington-Arbeit oder mit Huntington-Krankheit befassen, ist sehr intensiv, ja. Und wenn man dann mal das aus dramaturgischer Sicht, und die Christiane hat das eigentlich sehr gut beschrieben, beleuchten kann, ist das sehr, sehr erfrischend, ja. Auch wenn man, meistens ist es ja so, dass Patienten zu uns kommen und wir müssen rauskriegen, was die haben und sehen, wie man denen helfen kann, wie man die unterstützen kann. Ich kriege sehr viel von, gerade bei der Huntington-Krankheit, intensiven Konflikten mit, ja, die die Leute erleben und tatsächlich lebensdramatische Situationen. Und wenn man ein Drehbuch entwickelt, ist genau andersrum. Man hat den Konflikt schon und sucht eine Krankheit, die dazu passt. Mhm. Ja? Ja. Und das mache ich einfach sehr gerne. Man darf tatsächlich oder man muss ein Verständnis dafür haben, dass, sag ich mal, Erzählzeit und reale Zeit unterschiedlich sind. Dass es gerade bei der Huntington-Krankheit jetzt nicht darauf ankommt, dass es ein Lehrfilm wird über Huntington im Sinne von, dass man die genaue zeitliche Abfolge da sagen kann. Aber, und das ist auch wirklich gut gelungen, meiner Meinung nach, die Konflikte und die vielschichtigen Dilemmas, in die diese Patienten, die Hauptpersonen und auch die anderen Personen kommen, ist wirklich sehr viel in 90 Minuten untergebracht worden. Der Kontakt aus meiner Sicht ging so, dass der Pablo mir halt, dieser berühmte Pablo Hagemeyer, mir den Kontakt hergestellt hat und wir dann telefoniert haben. Das ist ziemlich genau ein Jahr her. Also Und wenn Christiane gesagt hat, also nach Fertigstellung des Drehbuches ist der Drehbuchautor raus, der Berater, zumindest wenn man so eine Stoffentwicklung macht, ist eigentlich nach der Recherche raus. Es ist nicht so, dass das dann nochmal vorgelegt wird oder ich nochmal durchgehe, ob Oligonukleotid oder Antisens-Oligonukleotide richtig ausgesprochen wurde, sondern wir haben ein Gespräch geführt und ich habe einfach Ideen produziert und versucht, auch aus meiner Erfahrung und meinem dramaturgischen Gefühl halt Sachen da oder anzubieten, ja, die sich für sowas eignen. Weil es ist so, es geht ja nicht in erster Linie um die Huntington-Krankheit, sondern man muss sich dem Format Bergdoktor schon irgendwie unterordnen. Das ist ja das, was die Leute sehen wollen und das ist Unterhaltung. Dann muss man nur gucken, dass das möglichst authentisch trotzdem rüberkommt. Aber wie das gemacht wird, da habe ich keine Kontrolle drüber. Und dass es so toll geworden ist, freut mich, aber kann mir keine Federn für an den Hut stecken. Doch, auch. Doch. Was uns aufgefallen ist, also genau dieses Komprimierte in 90 Minuten haben wir versucht, oder habt ihr versucht, das darzustellen,
was ein Huntington-Betroffener oder ein Mensch mit dem Risiko an Huntington zu erkranken, wenn er sich dann auf den Weg zur Diagnose macht, was er über mehrere Jahre erlebt. Und in diesem Film gibt es dann sogar noch fast ein Happy End, hätte ich beinahe gesagt, wenn man an das gesunde Kind denkt, was sich da entwickeln will. Aber Michaela, ich glaube, du kannst das auch bestätigen. In 90 Minuten hat man ja noch nicht mal die Gedanken gefasst, überhaupt zum Test gehen zu wollen. Ne? Das sind doch Jahre, die da gebraucht werden, um sich mit der Krankheit auseinanderzusetzen. Ja, es sind so viele Sachen, die aber trotzdem sehr, sehr gut umgesetzt wurden. Also auch so Aspekte wie, die junge Frau redet nicht darüber mit ihrem Partner. Ging mir ganz genauso. Ich wollte nicht, dass mein Partner das weiß. Oder auch durch dieses durch die Welt fahren, was zu erleben. Wenn man, auch die hat jetzt einfach nur eine Angst gehabt, eine Ungewissheit, Unsicherheit und wollte noch was erleben. Menschen, die vom Risiko wissen, die rechnen in ihrem Leben anders. Also ich wusste, ich hatte hochgerechnet für mich, ich werde bis 35 ein gesundes Leben haben und danach könnte ich krank werden. Also das war auch diese Zeitspanne, die ich hatte für ein gesundes Leben. Und da waren so viele Aspekte auch drin, wo ich sage, ja, es ist komprimiert, aber ja, es ist alles echt. Und wir wissen, es ist Unterhaltung und es ist keine Dokumentation. Ja, gut, ich muss auch nochmal richtig stellen, es sind ja 90 Minuten Filmzeit, aber es sind 3 Tage Erzählzeit. Ist immer noch kurz, ne? Da sind wir uns alle einig. Aber deswegen, wir müssen ja quasi mit der Hauptfigur erleben, was sie erlebt. Das heißt, wir sind in dem Moment dabei, wo sie erfährt, sie hatte diese Krankheit in der Familie, sie könnte sie auch haben und sie könnte sie weitergeben. Und das in dem Moment, wo der Mann, den sie auch gut findet, ihr eigentlich sagt, ich will mein Leben mit dir verbringen. So, wie geht man jetzt damit um? Genau. Es ist viel reingepackt, aber das war die einzige Möglichkeit. Tatsächlich hätte ich am Ende dazu tendiert, dass, es offen zu lassen, ob das Kind die Krankheit hat oder nicht. Und da haben wir uns dann aber auch in einer gemeinsamen Entscheidung von diesem Team an Entwicklern, sind wir zu dem Schluss gekommen, man braucht so einen kleinen Lichtblick am Ende. Ne? Es ist immer noch der Donnerstagabend, 20.15 Uhr und ich habe das Feedback ein bisschen verfolgt. Es war wohl schon auch eine der Folgen, die eher ein bisschen schwerer auf der Seele gelastet sind. Ja. Also viele haben gesagt, starker Tobak und schwere Folge. Und ich glaube, es war wichtig, am Ende diesen Ausblick zu haben. Ja, ja, es ist interessant, weil unsere Teilnehmer, unsere Mitglieder in der Huntington-Vereinigung, betroffenen Familien, die gucken natürlich aus ihrer Sicht, die gucken natürlich, was ist in diesem Film von unserer Krankheit irgendwie dargestellt. Und die stellen sich nicht die Frage, wie macht die Regie oder wie macht eine Autorin ein Buch darüber, damit es irgendwie so passt. Von daher waren dann unsere Kommentare, die wir erhalten haben, natürlich auch immer aus Sicht der Betroffenen. Aber Christiane, das erste Gespräch, was du dann mit Patrick Weidt hattest, wie ist es dir denn danach gegangen? Hast du irgendwie etwas Besonderes noch im Kopf, was dich da beeindruckt hat? Und wie ging es dir eigentlich, als du dann so von dieser Schwere der Erkrankung erfahren hast? Also ich habe ja mit Patrick auch viel über medizinische Fakten gesprochen und ich habe dann auch weiter einfach recherchiert und ich suche dann immer nach Betroffenen oder nach Geschichten von Betroffenen. Und da sind mir einfach 2 besonders in Erinnerung geblieben, nämlich einer, der sein Leben lang dachte, die Huntington Disease geerbt zu haben und sein Leben darauf ausgerichtet hat. Das heißt, er hat nie angespart, er hatte nie die Ziele in die Zukunft, er hat keine Familie gegründet und hat dann irgendwie mit über 50 erfahren, weil er sich dann doch hat testen lassen, nachdem keine Symptome kamen, dass er es nicht hat und darüber fast so schockiert war, wie eine andere Person, die es vielleicht gehabt hätte, weil er das Gefühl hatte, er hat sein Leben nicht gelebt, in Angst vor der Krankheit. Und eine andere Geschichte, die fast ähnlich, aber genau andersrum war, wo eine Frau sich eigentlich immer sehr sicher war, dass sie es nicht geerbt hat und ihr Leben dementsprechend mit Familiengründung und Kindern und dann erfahren hat, dass sie es hat. Und das hat mich eigentlich am meisten gefesselt, auch an dieser, an dieser ganzen Krankheit. Das ist fast so ein bisschen, also egal wie man es angeht, man kann viel falsch machen. Und ich könnte selber bis heute nicht sagen, wie ich es machen würde. Deswegen habe ich einfach sehr viel Respekt vor Leuten, die betroffen sind und dann ihre Entscheidung oder ihren Weg gehen. Ich weiß nicht, ob ich jetzt die Frage beantwortet habe, aber das war, glaube ich, so mein 2. Schritt nach der medizinischen Recherche, dass ich einfach angefangen habe, im Netz zu suchen, weil mich interessiert immer das Emotionale, ne? Und die Menschen, die dahinter stecken.
vielleicht noch so viel dazu, wenn man von der ersten Fassung zur siebten Fassung guckt, es wird immer weniger medizinisches Detail. Ich habe da, ich fange an mit einer Fassung, die sehr medizinisch ist. Und es wird immer mehr und mehr und mehr reduziert, weil am Ende, dass wenn man das dann am Donnerstagabend nach 20.15 Uhr konsumiert, das schafft man schwer als Zuschauer, der vielleicht auch mit Medizin wenig am Hut hat. Deswegen am Ende bleibt dann unterm Strich, wenn man die Medizin verstanden hat, die Emotion. Und deswegen ist es wichtig, dass ich Leute wie Patrick habe, die es mir einfach einmal am Anfang erklären, in ihren Worten. Interessant, was du sagst, dieses sieben Fassungen sozusagen zu schreiben und immer mehr zu reduzieren. Ich habe gerade gedacht, meine Arbeit in der Selbsthilfegruppe ist genau andersrum. Wir fangen an mit der Essenz der Geschichte, die mit der ein Patient, ein Betroffener kommt, der das erstmal loslässt, was im Moment ist. Und danach dröseln wir auf, Punkt für Punkt, wo die Probleme sind, wo er Unterstützung braucht, was er schon gemacht hat, wo wir unterstützen können. In der Selbsthilfe geht es ja fast andersrum. Mhm. Du hast gerade erklärt, du gehst im zweiten Schritt in die Recherche. Das wollten nämlich auch Lisa und Margret wissen, nämlich woher bekommst du deine Informationen für die Folge? Und eine Frage war noch, war die Recherche im Falle der Huntington-Krankheit besonders schwer für dich? Und auch bist du irgendwann mal auf die deutsche Huntington-Hilfe aufmerksam geworden? Arbeit und wenn ja, die Frage, gab es einen Grund, uns nicht zu kontaktieren? Mhm. Ist ja einfach nur nicht erschienen. Ich glaube, es hat einfach nur nicht erschienen. Mhm. Nachdem ich ja tatsächlich diesen wahnsinnig guten Fachberater aus erster Hand geliefert bekommen habe, muss ich mich darum sozusagen nicht mehr bemühen. Und dann gucke ich viel in Foren, die auch oft anonym sind und die vielleicht auch unseriös sind. Aber das sind dann oft auch so Foren, wo eben einfach eine betroffene Frau anonym sich zu schreiben traut, hey, ich bin jetzt schwanger, aber ich habe vielleicht Huntington, was soll ich machen? Und viele Kommentare davon sind auch also unter der Gürtellinie und es sind keine Foren, auf denen man sich normalerweise vielleicht austauschen würde, aber auch da als aus der Sicht einer Drehbuchautorin, da sind wieder die großen Emotionen zu finden, unter dem Deckmantel der Anonymität. Michaela, magst du da was zu sagen? Gerade zu dem Thema mit dem Kinderwunsch und Schwangerschaft und so, da haben wir ja gerade im Moment auch so ein bisschen Aktuelles auch. Ne? Also generell das Thema Kinderwunsch oder und Testung und Kinderwunsch, das ist eins, was junge Leute sehr, sehr beschäftigt. Dass man sich testen, weil man Kinder haben will, dass man sich noch nicht testen, wie bekommt man Kinder mit dem Risiko, ohne das Risiko, welche Möglichkeiten haben wir und auch in Deutschland sind wir da sehr, sehr begrenzt, was die Möglichkeiten angeht. Für eine künstliche Befruchtung zum Beispiel müsste man erst einen Ethikantrag stellen, das ganze Geld selber in die Hand nehmen. Die pränatale Diagnose, also das Kind schon im Bauch der Mutter ist, ist in Deutschland gar nicht erlaubt, also wenn das Risiko besteht, dass das Kind schon im frühen jugendlichen Alter erkranken wird, dann ist es möglich, was jetzt hier im Film ja gezeigt wurde, der in Österreich spielt. Das sind die Möglichkeiten in Deutschland begrenzter, aber dennoch ein Riesenthema, was alle beschäftigt. Und von daher durchaus valide, auch das anzusprechen. Könnte die Gemeinschaft in Deutschland ein bisschen verwirren, wieso wurde das Kind im Mutterleib untersucht, aber das kann man ja gerade ziehen und erklären bei uns. Du sagtest, Christiane, dass du mehrere Bücher schreibst oder mehrere Fassungen schreibst von deinem Thema. Wie lange dauerte dann die Arbeit, deine Recherchearbeit, bis das Drehbuch dann fertig war? Also ich habe ziemlich genau, ich weiß noch, dass ich auch vor einem Jahr, ich bin immer im Januar, Februar, weil mein Mann ist Südafrikaner, sind wir in Südafrika. Und ich habe ziemlich genau vor einem Jahr angefangen, an dem Exposé zu arbeiten, auch in Südafrika. Und dann, glaube ich, habe ich mit Patrick im Februar die ersten Telefonate geführt. Und wenn ich mich richtig erinnere, wurde nach dem ersten Lockdown, nämlich im Mai, in Österreich angefangen zu drehen. Also man kann schon sagen, da habe ich mich 5 Monate mit beschäftigt, von der Idee bis zur finalen Fassung. Ich weiß aber auch, dass ich im März, als ich die erste Fassung abgegeben habe, wurde ich erstmal komplett rund gemacht am Telefon und es sind viele Tränen geflossen. Und es ist wirklich oft ein langer Weg von der ersten Fassung zur finalen Fassung. Das ist ein Prozess, an dem viele Leute mitarbeiten und der ist oft
schmerzhaft und manchmal geht es leichter. In dem Fall war es ein schwieriger Weg, was ich glaube auch einfach den äußeren Bedingungen geschuldet war. Das war mein erstes Drehbuch unter Lockdown-Bedingungen. Ich hatte auch die Kinder zu Hause. Man saß nicht mehr an seinem Arbeitsplatz. Das war so der erste Lockdown, wo auch keiner wusste, wie wird sich die Welt verändern und wie geht es weiter. Aber manchmal habe ich auch das Gefühl, umso schwieriger die Entwicklung, umso besser der Film am Ende. Deswegen bin ich im Nachhinein ganz glücklich, dass das Produkt dabei rausgekommen ist. Ja, schön. Arbeitest du gleichzeitig an mehreren Büchern oder nimmst du dir dann immer nur ein Thema vor, an dem du arbeitest? Oder läuft das so parallel? Tatsächlich, im letzten Jahr war es so, dass ich sehr viel parallel gearbeitet habe, wobei die Stadien im besten Fall unterschiedlich sind. Das heißt, ich arbeite bei dem einen an der Ideenentwicklung, bin im zweiten Projekt schon im Drehbuch und im besten Fall im dritten Projekt an der Nacharbeit. Mhm. Ja, es hat sich zum Teil überschnitten, dass ich einen Bergdoktor und parallel Morden im Norden gearbeitet habe, was, glaube ich, auch funktioniert, weil es zwei sehr unterschiedliche Formate sind und es oft sogar wichtig ist, mal das eine wegzulegen und an dem anderen weiterzumachen. Ja, so einen gewissen Abstand vom eigenen Werk und sei es nur für ein paar Stunden, ist oft die beste Medizin, um wieder weiterzukommen. Schon hier beim Medizinplot sind, ja. Jetzt hast du ein bisschen von deiner Arbeitsweise erzählt als Drehbuchautorin und uns interessiert ja aber auch der Film oder die Filminhalte. Die Huntington-Erkrankung hat ja sehr viele ganz unterschiedliche Facetten und Probleme in unterschiedlichen Lebensphasen, Lebenssituationen. Warum hast du dich gerade für die junge Frau als Protagonistin entschieden und auch für das schwierige Thema des Kinderwunsches? Naja, einfach. Ich meine, ich bin selber nicht geworden. Besten schreiben über Figuren, die ich verstehen kann und die ich fühlen kann. Und da sind die meistens von meiner eigenen Lebensrealität nicht so weit entfernt. Ja. Und deswegen, ich glaube, es durchzieht so meine Bergdoktor-Geschichten auch, dass es sich meistens um junge Frauen so wie ich mich immer noch fühle, so zwischen 30 und 40, genau, sage ich jetzt mal ganz grob. Und dass ich selbst Kinder bekommen habe, ist auch noch nicht allzu lange her. Die sind 4 und 6. Da kann ich mich einfach gut einfühlen. Ich weiß noch nicht genau, ob meine Figuren vielleicht mit mir wachsen werden. Ja? Ich denke ja. Ich denke, dass meine Figuren mit mir älter werden. Mhm. Aber trotzdem auch bin ich ja auch Tochter, ich bin Ehefrau, ich bin Mutter, ich habe eigene Eltern und deswegen hat mich auch das Thema der Angehörigen natürlich interessiert. Und ich habe dann versucht, diese zweite Generation über dieses Paar reinzubringen, die wir eben in dieser Anstalt, in dieser Klinik sehen. Ja? Mhm. Die interessieren mich auch, aber die interessieren mich dann auch wieder aus der Sicht der jungen Generation. Mhm. Ja, das war eine spannende Szene, auch typisch für die Selbsthilfe, kann man eigentlich sagen. Eine andere Familie, mit einer anderen Familie bekannt zu machen, die das ähnliche Problem hat, dass man sich austauschen kann unter Menschen, die das Gleiche erlebt haben. Also uns hat als DHH auch gut gefallen, dass du so die unterschiedlichen Aspekte der Krankheit auch mit aufgenommen hast und auch gut erklärt hast oder im Film wurden sie gut erklärt. Dabei hat sich besonders die Rolle der Familie und der Austausch der Betroffenen untereinander, das hat uns gut gefallen, weil das auch aus unserer Sicht der DHH ein ganz wichtiger Aspekt ist. Mhm. Carola, eine unserer Mitglieder, schreibt, danke für diese Idee, es ist gut, diese Krankheit in die Öffentlichkeit zu bringen, das geschieht leider viel zu selten. Mhm. Ja, die junge Frau Luisa, wie sie im Film heißt, wurde ja gespielt von der Jeanette Bourson, glaube ich, wenn das richtig ausgesprochen ist. Und die erfährt ja im Verlauf dieses Filmes über ihre Erbkrankheit und über die Schwangerschaft und muss sich dazu verhalten. Ist die Rolle der Luisa so gespielt worden, wie du sie in deinem Drehbuch vorgesehen hast? Oder hattest du noch irgendwie Möglichkeiten, bei der Dreharbeit Einfluss zu nehmen? Das hattest du ja vorhin aber schon verneint. Ist sie denn so gespielt worden, wie du das gedacht hast?
Also ich muss sagen, ich war positiv, sehr positiv überrascht. Ich habe da schon ganz andere Sachen erlebt. Man hat es ja immer irgendwie im Kopf und dann sieht man es und denkt sich, oh. Aber ich mochte sie wirklich sehr gerne. Ich finde, das hat die gut gemacht. Das ist, hätte ich mir nicht besser wünschen können. Ich bin überhaupt von der Besetzung und über der Umsetzung und der Regie in der Folge, da war ich sehr zufrieden. Ja, da habe ich also nichts zu meckern und das passiert selten. Ja. Wäre ja für uns auch interessant zu wissen, ob die Schauspieler sich dann auch so aktiv vorbereiten, sich mit dem Krankheitsbild auseinandersetzen oder ob sie einfach das abspielen, abdrehen, was die Regie ihnen da sagt. Also Also in dem Fall, ich kann da leider nicht so viel dazu beitragen, weil ich in dem Produktionsprozess immer sehr nicht mehr wirklich beteiligt bin, aber ich weiß, dass sich auch die Regie, Axel Barth war das, sehr viel mit dieser Krankheit beschäftigt hat und vorrecherchiert hat. Und das ist natürlich wichtig, dass der Regisseur sich damit auseinandersetzt, um es dann auch weiterzugeben. Und auch das ältere Ehepaar, die dann die Huntington-Erkrankte in dem Heim gespielt hat, da hat man gesehen, na, das haben die sich nicht morgens überlegt und dann 2 Stunden später inszeniert. Da steckte viel Recherchearbeit drin. Also da bin ich sehr, sehr, sehr überzeugt davon. Und ich fand wirklich, dass auch, vielleicht um da nochmal auf die Selbsthilfe-Thematik zu kommen, ich bin da nicht betroffen in Bezug auf Huntington, aber meine Tochter zum Beispiel hatte eine Fehlbildung, kam mit einer Fehlbildung zur Welt, die eigentlich harmlos ist und trotzdem für mich schrecklich war. Die hat eine doppelte Lippenspalte gehabt, ja? Auch bekannt unter Lippenkiefer-Gaumenspalte oder dem unschönen Wort Hasenscharte, wie es früher hieß. Und das ist eigentlich ein rein ja, chirurgischer, ästhetischer Eingriff und war für mich trotzdem als naja, Mutter mit dem zweiten Kind schlimm. Und was mir sehr, sehr, sehr geholfen hat, diesen ganzen Prozess und die Operation und den Weg dahin zu verarbeiten und damit umzugehen, waren einfach mich mit anderen Müttern auszutauschen, die auch betroffene Kinder hatten. Ja. Und daher finde ich, also immer wenn jemand, oder ich finde es einfach sehr wichtig, sich mit Gleichgesinnten auszutauschen, und habe gemerkt, das hat mir am allermeisten geholfen. Und das nochmal zu der Geschichte. In der Theorie kann immer jeder leicht sagen, das schaffst du und du musst an dich glauben und es lohnt sich zu leben. Und deswegen war es mir so wichtig, dieses junge Paar da mal in die Praxis zu führen und vor Ort, dass er mal sieht, wie sich's anfühlt, wenn diese Krankheit einsetzt. Und ich glaube, diese Auseinandersetzung damit, die kann schmerzhaft, aber auch heilsam sein. Ja. Ja, und das dann alles wieder in 90 Minuten unterzubringen, das ist Ja. ganz, ganz erstaunlich. Wir in der DHH als Expertinnen in eigener Sache haben natürlich auch ein paar kritische Anmerkungen zu den Darstellungen der Huntington-Erkrankung. Wir verstehen, dass es sich bei diesem Film nicht um eine Dokumentation zum Thema Huntington handelt, sondern um eine Unterhaltungssendung. Dennoch war es wichtig oder ist es uns wichtig, einige Punkte zu benennen, die auch unsere Mitglieder zum Teil, Michaela, glaube ich, im Chat war das, ne, auch gesagt haben. Zum Beispiel gerade die unwillkürlichen Bewegungen von Luisa zu Beginn, wo sie dieses Glas kaputt drückt oder wo sie die Flasche versucht, da reinzustellen. Also das sind keine Symptome aus unserer Sicht, die ganz am Anfang stehen. Wir verstehen aber, dass es ein bisschen ja, Dramatik auch aufbaut. Zum Beispiel auch das Verhalten des Mannes wurde kritisiert, dieses pflegenden Angehörigen, der seine Ehefrau im Heim unterstützt hat, wie er den jungen zukünftigen Vater abrät, sich mit dieser Frau, sich diese Frau zu suchen, die ja diese Erbkrankheit hat. Ihn davon abredet, ihn dadurch durcheinander bringt, aber in der nächsten oder in einer weiteren Szene dann mit seine Frau liebevoll umarmt, mit ihr tanzt und. Also so diese Widersprüchlichkeiten sind einigen Mitgliedern aufgefallen. Wobei ich aus meiner Arbeit in der Selbsthilfegruppe auch so sagen muss, dass diese Widersprüchlichkeit sehr wohl da ist. Man ist nicht immer nur gut drauf, man hat als pflegender Angehöriger eine große Belastung zu tragen. Man hat gute Tage, man hat schlechte Tage. Von daher sehe ich das schon so, aber das ist für jemanden von außen, das dann so massiv zu sehen, vielleicht auch sehr belastend. Also für die jungen Leute mit wieder auch im Chat. Ich glaube, Michaela, du warst auch mit dabei, nicht? Als diese Also Chatfragen gekommen sind.
Ich möchte dazu sagen, dass mir das besonders gut gefallen hat, weil es eine kleine Fußnote ist, ja, ja, die aber eine Widersprüchlichkeit, die da ist und die ganz bestimmt jeder hat. Das spricht nicht jeder aus, aber die hat jeder. Toll sichtbar gemacht hat. Und das finde ich, also hat mich besonders beeindruckt, weil es ja wirklich eine Kleinigkeit ist und dann, also in dem Film, ja, das hätte man ohne Probleme für die ganze Dramaturgie einfach anders regeln können, aber fand ich, dass das also wirklich ein Aspekt, der gut getroffen wurde und auch gezeigt hat, dass man halt keine Angst hatte, ja, von Seiten der Produzenten, ja, da mal was zu zeigen, was so ein bisschen, wo es hakt, ja, und nicht so ein Zuckerguss-Alpen-Panorama, Huntington, aber das Kind ist gesund und jetzt ist alles wieder gut, ja, und also, dass einem das aufstößt und ja, man auch als Huntington Community jetzt nicht makellos dann dasteht, liegt auf der Hand. Aber so ist das. Für mich war es tatsächlich auch so, dass ich das Gefühl hatte, dass dieser Betroffene das nur einem völlig Fremden gegenüber in dieser Aufrichtigkeit äußern konnte. Einfach, weil er sonst Schuldgefühle gehabt hätte und es sich vielleicht selbst noch nicht mal eingestanden hat, aber auch an dem Punkt war, wo er gesagt hat, oder vielleicht manchmal denkt, könnte ich doch nochmal von vorne anfangen, würde ich doch. Und nein, würde er natürlich nicht, weil man liebt halt, wen man liebt. Nicht nur beim Bergdoktor, vielleicht auch im echten Leben. Und das wünsche ich mir zumindest. Ich habe eine sehr romantische Ader. Aber ich glaube, in dem Moment musste es mal raus. Und es hat viel ausgelöst. Aber das ist tatsächlich eine Szene, zu der ich bis zum Ende immer stehen würde und für die ich gekämpft hätte. Dieses Zittern am Anfang, ja, das ist die Frage natürlich, aber der Punkt ist auch immer, man muss es sichtbar machen für den Zuschauer, man muss eine Symptomatik zeigen. Ich habe das immer gelesen unter plötzliche Zuckungen. Ne? Es gibt ja dann auch die Szene, wo sie mit dem Wagen sozusagen das Lenkrad rüberreißt und von der Straße abkommt. Das ist immer schwer alles zu inszenieren, dass man dann auch in dem Moment merkt, da stimmt was nicht. Aber Zittern, Zuckungen, aber das nehme ich gerne auf als Kritikpunkt auch, dass das vielleicht eigentlich zu früh war in der Phase ihrer Erkrankung. Aber wie gesagt, du hast ja nicht die Aufgabe, eine Huntington-Dokumentation über den Verlauf. Vielleicht wird das mal eine spätere Arbeit. Ja. Für die Deutsche Huntington-Hilfe, einen Huntington-Film zu drehen. Ja. Ein Punkt möchte ich noch kurz anschneiden, was auch aufgefallen ist. Eine Teilnehmerin hat gesagt, es könnte Menschen Angst machen, wenn sie hören, zum Beispiel ein Wert von 42 CAG ist ein hoher Wert und diesen Wert im Zusammenhang bringt mit der Lebenserwartung. Hier war man der Auffassung, dass die junge Frau Luisa vermutlich noch viel, viel länger leben würde als 5 oder 10 Jahre. Das ist jemandem auch so aufgefallen. Die Frage Kontakt mit den Schauspielern hattest du schon beantwortet. Hat dich dieses Drehbuch an irgendeiner Stelle vor besonders hohe Herausforderungen gestellt, wo du sagst, oh, will ich dieses Thema jetzt wirklich noch weiter bearbeiten? Muss ich kurz drüber nachdenken. Also jedes Drehbuch stellt einen immer vor große Herausforderungen. Nee, also ich könnte jetzt nicht sagen, dass es im besonderen Bezug auf die Huntington-Erkrankung schwieriger war als andere. Es sind immer schwere Themen beim Bergdoktor. Es sind immer seltene Erkrankungen. Es sind immer große Schicksalsschläge. Ne? Also insofern hält sich das mehr oder weniger die Waage, würde ich sagen, ja. Und zu dem Punkt davor vielleicht nochmal, kann Patrick was dazu sagen auch, ich hätte das gerne noch mehr herausgearbeitet, aber vielleicht wäre das dann auch medizinisch wieder nicht korrekt gewesen, weil es fühlte sich so ein bisschen an, wie wenn man diesen Test macht, dass man nicht nur erfährt, ob man betroffen ist oder nicht, sondern dass dieses Ergebnis von diesem Gentest einem mehr oder weniger auch verrät, wie lange man noch hat.
Also überspitzt formuliert hat der Head-Autor im Austausch über diese Folge gesagt, es ist ein bisschen so, wie wenn einem jemand das Todesdatum in den Nacken tätowieren würde. Ja, ganz so ist es nicht, ja. Und da gibt es eine ganze Literatur darüber, was jetzt diese Repeat-Zahl aussagt. Ganz grob gesagt ist es schon so, dass je länger die Repeat-Zahl ab einer bestimmten Schwelle, je länger die Repeat-Zahl ist, desto schwerer ist der Verlauf der Erkrankung und desto früher bricht die Erkrankung aus. Ich glaube, der Haken bei diesem Film oder bei dem Aspekt ist, dass man überhaupt eine Zahl genannt hat, ja, weil dann da stürzen sich die Leute drauf, ja. Und man hätte, glaube ich, also jetzt rückblickend, ja, vielleicht sagen sie, ah, es ist eine hohe Repeat-Zahl oder sowas, aber sobald da eine Zahl fällt, das ist auch übrigens ganz ähnlich in Beratungsgesprächen, jetzt nicht bei der Huntington-Krankheit, aber auch mit anderen neurodegenerativen Erkrankungen, die Leute wollen schon wissen, wie lange ihnen noch bleibt, ja. Und ich kann das als Arzt schon abschätzen. Aber ich erkläre den Patienten auch immer, dass ich ihnen dankbar bin, dass sie die Frage in den Raum stellen, weil ich weiß, dass die Frage jedem durch den Kopf geht und dass ich mich dann aber aus der Antwort wieder rauswinde, weil mit einer genauen Zahl liegt man immer daneben. Und entweder man überschätzt es oder man unterschätzt es. Und bei beidem gucken die Leute einen an und ein bisschen vorwürfig halt sozusagen, ja. Und darum ist es was Besonderes bei der Huntington-Krankheit, dass man überhaupt so einen Wert bestimmen kann, ja. Aber das ist mit das Schwierigste auch in so genetischen Beratungsgesprächen zu vermitteln, ja, ist zum einen, dass es nicht ein Datum kriegt, wo die Krankheit ausgebrochen ist. Ja, das ist auch immer so rückblickend, kann man immer sagen, ja, da an dem Weihnachten war das erste Mal, dass irgendwie die Sprache verwaschen war oder er gestolpert ist. Aber da ist natürlich nicht an dem Tag die Krankheit ausgebrochen. Und genauso wenig kann man wirklich gute Zahlenangaben machen darüber, wie lange das noch geht. Obwohl das jeder wissen will. Ja, und das ist der Spannungsfeld, in dem man da ist. Die wollen das wissen. Es gibt ja auch Länder, in denen wird der Wert nicht kundgetan. Ja, das finde ich aber auch nicht richtig, muss ich sagen. Da gibt es auch bei uns im wissenschaftlichen Beirat und so von der Huntington-Hilfe gibt es auch Diskussionen darüber, ob man die Zahl gar nicht sagen sollte. Aber es ist nicht so, dass die Zahl ist ja nicht belanglos. Ja? Aber ich glaube, es führt halt nichts drum herum, dass man den Patienten ausführlich informiert und dabei auch die Grenzen des eigenen Wissens aufzeigt. Sonst denken die, man würde was vor denen geheim halten. Irgendwie, als wüsste ich, wie lange die noch leben, aber will es denen nicht sagen. Das weiß ich nicht. Und das war ja auch ein Thema, was im Film eben nicht erschienen ist. Wie ausführlich ist diese junge Frau oder diese junge Familie, wie ist sie beraten worden? Das war ja immer nur so ein Ansatzpunkt, wenn man vielleicht auch davon ausging, dass sie sich selber eben auch informiert haben. Ganz klar, es ist keine Dokumentation und man kann nicht alles in epischer Breite so auch verfilmen. Aber Thomas, auch ein Mitglied aus unserer Vereinigung, fragt, ob es in der Serie Der Bergdoktor weitere Begegnungen mit diesen Charakteren aus dieser Folge geben wird, um den Verlauf oder eventuell noch weitere Aspekte dieser schweren Erkrankung einem größeren Publikum zu zeigen. Also gibt es eine Fortsetzung, Huntington, wenn das Baby da ist oder. Ja, also das kann ich... Die Familie das erste Mal die Selbsthilfegruppe aufsucht zum Beispiel. Ja. Für die HH. Das kann ich mit Sicherheit verneinen. Das passt sozusagen nicht in die DNA der Serie. Es ist immer, die Episodengeschichte ist abgeschlossen nach einer Folge. Und die Horizontalen, das ist sozusagen der Erzählschwang, der sich auf die Familie Gruber und Freunde und Familie der Familie Gruber bezieht, die wird fortlaufend erzählt. Aber die Episodengeschichte mit diesen Figuren ist abgeschlossen. Ja, das waren eigentlich so diese direkt inhaltlichen Fragen, einmal zu deiner Arbeit, aber auch zu diesem Film. Und dann kamen noch ein paar Fragen, wo Michaela sich Gedanken gemacht hat. Ich weiß nicht, Michaela, willst du das selbst vortragen oder soll ich das hier eben machen? Die Frage zum Beispiel, wie kann die deutsche Huntington-Hilfe sich bekannter machen?
Welche Möglichkeiten siehst du, über Filmarbeit beim ZDF irgendwo verliehen zu werden oder Ausstrahlung von anderen Dokumentationen, wie man da rankommt? Ja, wie kann man das möglich machen? Hast du da eine Idee zu? Wir können wirklich alle Drehbuchautoren werden und dann zum Bergdoktor gehen. Ja, das gebe ich vielleicht lieber an den Patrick weiter. Ich erinnere mich nur dunkel. Patrick, ist es nicht so, dass ALS auch relativ bekannt wurde über Breaking Bad? Ist es nicht so, dass er und dann über den Ice Bucket Challenge fortgesetzt? Mhm. Genau, also ALS ist auf jeden Fall auch eine Krankheit, die immer wieder mal, sag ich mal, weil die auch, sag ich mal, den Begriff fand ich sehr gut, ein enormes dramaturgisches Potenzial hat. Also wenn man jetzt mal jetzt, ich kann mir immer unterschiedliche Hüte aufsetzen, entweder Neurologe oder sag ich mal Drehbuchberater. Und die ALS ist auch eine, sag ich mal, eine sehr zugespitzte Erkrankung und sag ich mal ein sehr unausweichlicher Konflikt. Also man weiß glasklar, wie die Krankheit weitergeht. Das ist eine sehr existenzielle Frage. Aber das, was die Krankheit wirklich wahnsinnig bekannt gemacht hat, war die Ice Bucket Challenge. Ansonsten ist es immer mal wieder natürlich, wenn irgendein Prominenter das hat, das ist anders als bei der Huntington-Krankheit, die ja in Familien verläuft, ist die ALS, sag ich mal, schicksalhafter, dass sie immer mal wieder irgendwelche besonders exponierten Personen erwischt und dann oder betrifft und dann in der Öffentlichkeit steht. Ich glaube, man sollte jetzt nicht versuchen, ja, also jetzt auch noch bei, was war, Hafenkante oder bei Bergrittern oder sonst irgendwas jetzt überall Huntington unterzubringen, sondern es ist jetzt halt mal geglückt, ja, und dass das auch, sag ich mal, differenziert dargestellt wurde, was sehr, sehr ein glücklicher Umstand ist. Dann kann man das untereinander verlinken, aber ansonsten es ist es tatsächlich nicht so, dass das die einzige Krankheit ist. Und man muss auch sagen, der Bergdoktor ist ja seit 14 Jahren, gibt es den. Und da ist bei der Entwicklung, wie Christiane gesagt hat, gibt es halt diese horizontalen Geschichten. Bergdoktor verliebt sich, trennt sich, da sind auch medizinische Sachen oder die Praxis muss aufgegeben werden oder wirtschaftliche Schwierigkeiten oder sonst irgendwas. Und dann ist diese einzelnen Episoden werden halt immer aufgehängt an ein oder zwei medizinischen Sachen. Und so ist das halt. Da kann man jetzt nichts dran ändern und alles Huntington unterordnen. So wichtig die Erkrankung ist. Da fällt mir noch ein, was ein, Christiane. Schreibst du eigentlich auch die horizontale Geschichte mit oder gibt es dafür andere Autoren? Das ist unterschiedlich. In dem Fall ja. Es gibt aber einen Head-Autor, den Philipp Roth, der entwickelt eigentlich den horizontale Entwicklung über die gesamte Staffel und teilt es dann auf in einzelne Folgen. Also ich hatte sozusagen schon Vorgaben, was ich in der Folge 2 unterbringen muss. Ne? Die Geschichte mit Anne, dass sie die Diagnose erhält und dass die Franziska sich meldet und schwanger ist. Und wie ich das dann aufteile in einzelnen Szenen, das bleibt mehr oder weniger mir überlassen, aber das ist schon in Zusammenarbeit mit meinem Kollegen. Und es gibt sogar in diesem Format, ist es zum Teil oft so aufgeteilt, dass es gibt Autoren, die sagen, ich mache die Horizontalen, die liegen mir nicht, ich mache nur den Episodenfall und dann schreibt ein anderer Autor auch die Horizontalen. Also das kenne ich aus anderen Formaten nicht, aber beim Bergdoktor funktioniert das ganz gut, ja. Weil das fand ich mache beides gerne. Gelegen. Ich mache tatsächlich, glaube ich, liegt mir die Horizontale oft mehr, einfach weil man da nicht allzu viel medizinisch recherchieren muss. Was der Autor an sich oder die Autorin an sich scheut immer die Recherche. Ja? Da glaube ich, bin ich eh schon ein fleißiges Lieschen, weil ich es dann immer richtig machen will. Das ist so ein bisschen dieses bayerische Strebergehen. Wenn man es schon erzählt, dann soll es auch richtig sein. Nimmt nicht jeder so ernst, glaube ich. Und kann ich bestätigen. Ja, und oft ist es dann auch, tut es der Geschichte nicht gut, wenn man es dann richtig erzählt hat, aber keine Spannung rüberkriegt. Und deswegen, glaube ich, ist es in der Zusammenarbeit mit den Fachberatern und ja, allen anderen beteiligten Figuren in der Folge ausnahmsweise mal wirklich gut gelungen. Und es freut mich natürlich dann. Der Bekannte ist ja die Parallelgeschichten der schwanger werdenden Frauen. Ja, das war ein bisschen unglücklich, muss ich sagen, dass es so viel Schwangerschaft in dieser. Ja, also die eine, zwei Schwangere und die dritte, die will, die kann nicht.
Das war so ein bisschen eine, vielleicht war es eine ungute Überschneidung, vielleicht hat es aber auch gerade deswegen auch so eine besondere Dramatik ausgelöst. Ich kann nur sagen, so im Nachgang heute haben mich viele Nachrichten und Botschaften hier in Südafrika auch erreicht. Die Quote war wohl phänomenal gut. Ich glaube, sehr, 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 sehr viele Menschen haben diese Folge gesehen und haben dadurch vielleicht auch zum ersten oder wiederholten Mal von der Krankheit gehört. Also es hat auf jeden Fall vielleicht, wenn auch nur ein ganz kleines bisschen dazu beitragen können, die Krankheit bekannter zu machen. Und ich glaube, das ist immer ein erster wichtiger Schritt für, ja, wenn, Wissen ist der erste Schritt für weitere Entwicklung. Ich weiß nicht, Patrick, du kannst bestimmt mehr sagen. Ich sage immer, die Huntington-Forschung ist auf einem guten Weg, weil ich das so von dir so verstanden habe, dass vielleicht auch eine Heilung in nicht mehr allzu ferner Zukunft möglich sein könnte. Genau, also das ist auch noch, gehört noch zu den Sachen, die gut rübergekommen sind. Man muss natürlich sagen, das wird natürlich alles nicht in einer Arzt, einer Hausarztpraxis besprochen und man geht dann ins nächstgelegene Krankenhaus, um dann morgens einen Gentest zu machen und abends die Chorionzotten-Biopsie, übrigens nicht Chorionzotten-Therapie, aber gut. Aber das sind Kompromisse, die auch die das Publikum komplett versteht, ja. Und die Sendung ist natürlich nicht für die Huntington-Community gemacht worden, sondern das ist ein Vehikel, das die Huntington-Community aus dem Schattendasein heraustritt. Und dann ist es sehr gut, wenn man da dann vernünftig ausgeleuchtet wird und nicht in irgendeinem verzerrten Licht dargestellt wird, um in diesen poetischen Zeilen zu bleiben. Und diese Information ist tatsächlich, also dass das, was im Alltag auch, wofür man Verständnis haben muss, eigentlich bei der Erkrankung, ist ja nicht die molekulare Verlängerung des Repeat-Traktes, sondern die Situation, in der diese Patienten und Betroffenen sind. Und das ist das, was so gut rübergekommen ist. Michaela. Also wir werden es definitiv weiterempfehlen. Dich und den Bergdoktor mit dieser Folge. Ja. Die Emotionen sind sehr gut rübergekommen, es ist sehr authentisch und es finden sich einfach viele Leute in den Charaktere wieder. Vielleicht, Christiane, wenn du sagst, Entschuldigung, bitte. Ja, ich hätte gerne die Michaela noch was gefragt. Klar. Was war denn für dich das ausschlaggebende Moment, dass du gesagt hast, du lässt dich jetzt doch testen? Ich bin morgens aufgewacht und ich hatte immer davor den Gedanken, lieber das Ungewisse vielleicht, also das Leben mit dem Risiko und der Wahrscheinlichkeit, als das Gewissheit zu haben, ich bin Genträgerin und werde krank sein. Mhm. Das war für mich ein Aspekt, den konnte ich nicht in mein Leben integrieren, zu wissen, ich werde krank, genau diese Sicherheit oder die Gewissheit zu haben. Und an dem Morgen, als ich aufgewacht bin, hatte ich zum ersten Mal das Gefühl, ich bin stark genug. Ich kann auch damit leben, zu wissen, dass ich das Gen in mir trage. Mhm. Das war für mich der Moment, ich lasse es jetzt machen, da muss aber auch für mich ganz, ganz schnell gehen. Also nicht innerhalb von 3 Tagen, nicht in wenigen Stunden, aber dann war für mich die Entscheidung gefallen. Und ja, ich hatte 15, 20 Jahre Zeit, mich diese Entscheidung anzunähern. Und da wirklich, bin ich reif genug, bin ich stark genug, weil ich kann den Umschlag nur einmal öffnen lassen und dann ist die Information in meinem Kopf und wird mich nie wieder loslassen. Und das wollte ich einfach lange Zeit vermeiden. Und als du dann erfahren hast, dass du keine Genträgerin bist, hast du dein Leben großartig verändert oder eigentlich nicht? Es war eine riesen Erkenntnis für mich. Also ich dachte ja, mein Leben endet mit 35. Jetzt könnte es mit 85 oder irgendwann dazwischen enden. Das muss man erstmal verarbeiten. Also ich bin tatsächlich den Jakobsweg gegangen, um das erstmal zu verarbeiten und zu überlegen, was heißt das für mich langfristig, mittelfristig und welche Möglichkeiten habe ich jetzt? Ich habe auch Sachen ausprobiert, die ich vorher nicht sonst gemacht hätte, ja, genau. Okay. Ja, ich glaube, dann sind wir auch schon am Ende. Vielleicht noch ein Hinweis, Christiane, wenn du sagst, du hast schon Rückmeldungen bekommen, vielleicht kriegt ja der Sender auch Rückmeldungen. Vielleicht gibt es auch Rückmeldungen, die man dann an die Deutsche Huntington-Hilfe vermitteln könnte. Hast du einen Hinweis für uns, an wen wir uns da wenden können, damit wir dann auch gefunden werden? Ich kann gerne mal einen Kontakt machen. Tatsächlich, ich folge einfach immer auf Facebook bei der Bergdoktor-Community. Ne? Also da wird sich sehr viel ausgetauscht, von der offiziellen Fangruppe bis hin zu der Seite, die
also der Bergdoktor, die auch zum Teil von Hans Siegel mitgeleitet wird und über die Produktion. Ich glaube, die Mediathek hatte unglaublich viele Abrufe. Ich habe was gehört von über 1 Million. Das sind aber alles Zahlen, die jetzt so, möchte ich jetzt nicht drauf festgenagelt werden, aber ich habe viele Gratulationen bekommen und ich glaube, deswegen ist die Reichweite dieser Folge sehr gut gewesen und ich kann da gerne unsere WhatsApp-Gruppe nochmal aktivieren und ein paar Kontakte austauschen. Genau, vielleicht kannst du ja auch von unserem Interview erzählen und vielleicht auch ein Ding zur DHH, unsere Webseite mit ein. Das mache ich sehr gerne. Das wäre doch schon ganz gut, Michaela, ne? Toll, wunderbar. Das mache ich gerne. Christiane, gibt es vielleicht abschließend noch etwas, was du unseren Handtaken-Familien und Bergdoktor-Fans natürlich mit auf den Weg geben möchtest? Ja, das, da müsste ich jetzt große Worte finden. Ich habe also meinen größten Respekt für alle Betroffenen und auch Angehörigen und auch Ärzte natürlich. Wenn Patrick erzählt, was er eben erzählt hat, dass er oft, dass Leute ihn anschauen und ihn fragen, wie lange sie noch zu leben haben, kann ich gar nicht sagen, was für eine Demut ich habe. Und manchmal denke ich, meine Arbeit ist schwierig. Und in solchen Momenten weiß ich wieder, meine Arbeit ist nicht schwierig. Und ich könnte das nicht und habe wirklich großen Respekt vor allen, die das können. Und vielleicht sich trotz eines schweren Schicksals die Freude am Leben nicht nehmen lassen. Weiter so. Ja. Dankeschön. Ganz, ganz vielen Dank, Christiane Russo. Patrick Weid, vielleicht auch noch ein kleines Abschiedswort von dir? Ja, ich wollte nur, kann eigentlich nur bestätigen, dass ich mich sehr freue, wie gut die Zusammenarbeit geklappt hat. Ich freue mich auch wirklich, dass das bei der Huntington-Gemeinschaft gut angekommen ist. Da ist man sich ja auch als Berater immer unsicher. Ja, ich weiß ja noch weniger, was am Ende rauskommt. Auch dieses Gespräch heute, glaube ich, war sehr, sehr hilfreich, damit man mal versteht, was hinter dem Bergdoktor, der ja tatsächlich phänomenal erfolgreich ist, was da dahinter steckt. Und etwas, was ich finde, was zu wenig gerade auch in Selbsthilfegruppen und so verbreitet ist, dass das ein anderer Gesichtspunkt ist, wenn man das unter dramaturgischen Gesichtspunkten aufarbeitet und dass man sich nicht, ich sage das bewusst als Arzt, der auch, sag ich mal, Filme berät, dass man sich halt gerade nicht an den technischen Details aufhängt, ja, und ob das jetzt 42 Repeats waren oder ob es 48 Repeats oder ob man da mehr oder weniger hätte sagen sollen, sondern darauf kommt es in diesem Zusammenhang nicht an. Und für mich persönlich, in meiner Biografie, ist es halt sehr gut, zwischen diesen Welten hin und her wandern zu können und freue mich, wenn durch so ein Gespräch wie hier andere sehen, wie es so hinter den Vorhängen zugeht. Ja, und ich glaube, jeder Tag ist kostbar. Gesund oder krank, ne? Es kann auch gesunden Menschen, kann es morgen vorbei sein. Das ist, klingt jetzt blöd, aber gerade ich glaube mit Corona in den letzten Jahren, das hat also auch viel bei uns, viel bei mir privat verändert, dass ich einfach, ich versuche jeden Tag zu genießen und irgendwie positiv zu sehen. So gut es geht. Dankeschön. Michaela, dein Abschlusswort. Ja, prima. Also ich bin ganz geplättet von dem Gespräch, das wir geführt haben. Vielen, vielen Dank für all die Einblicke in eure Arbeit, Patrick und Christiane, dass ihr uns daran teilhaben lasst, wie das alles zusammengekommen ist und was daraus geworden ist. Also ich bin super froh, dass aus dem Platzhalter Huntington dann diese Geschichte geworden ist. Hätte auch anders ausgehen können, für uns zumindest. Spannend auch zu sehen, wie man von der Dramaturgie über die Krankheit zu der Geschichte kommt. Für uns ist Huntington leider nicht nur eine Geschichte, nicht nur 3 Stunden und 90 Minuten, sondern unser Leben. Aber trotzdem, wir können jetzt auch für andere die Türen ein bisschen öffnen über diese Geschichte, diese Episoden. Da sind wir einfach dankbar und glücklich. Ein großes Lob, ein dickes Dankeschön, teils bitte mit allen im Team. Wir werden es weiterempfehlen. Also vielen, vielen Dank dafür. Danke an Carmen für die Aufbereitung der Fragen. Und einen schönen Abend und bis bald. Ja. Tschüss. Und bleibt gesund. Tschüss. Ja, ebenso, bleibt gesund. Ciao. Tschüss. Ciao.